Hey ihr Mäuse, guten Tag. Ich bin zwar wieder eure Jurassica Parker. Ich bin heute für euch unterwegs und zwar ein ganzes Wochenende. Ich fahre nämlich nach Zürich, ja, und ich bin gerade am U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Ja, der preisbewusste Transvestit, der fährt nämlich U-Bahn zum Flughafen Tegel. Da treffe ich meinen guten Freund Marco Ullich und dann düsen wir zusammen nach Zürich und ich nehme euch 2 Tage mit, in, ich möchte sagen, die lebenswerteste, aber auch sehr teuerste Stadt der Welt. Scheiße. In 3 Sätzen. Also ich bin echter Berliner und ich lebe seit 15 Jahren in Zürich und ich vermisse Berlin. Und du hast deinen eigenen Club, das ja. Herren. Und du machst heute da Party mit mir. Mhm. Und am Samstag ist die Boya Kascha die größte und beste Geldparty Zürichs. Frohes Fest mit Berlin. Berliner Prominenten. Ach Gott, warte mal. Wo bist du? Ich bin nicht mehr drauf. Over the clouds. Wie man sehen kann, meine Güte. Also ein Fischauge macht aber auch nicht hübsch, ganz ehrlich. So, da kommt der Schnaps. Das Wichtigste bei Flügen ist ja, liebe Zuschauer, dass alle sobald man gelandet ist, müssen alle sofort aufspringen und sämtliche Gepäckstücke und Jacken aus den oben abgeladen entnehmen. Manchmal hasse ich Menschen. Zürich ist ja der Flughafen der weiten Wege. Man ist hier ja stundenlang unterwegs, bis man am Ziel angelangt ist. Wir werden nämlich abgeholt von Marco Ullichs Mann und den überraschen wir jetzt. Hallo. Du bist schon wieder wahnsinnig warm hier. Hallo, ich glaube nicht. Liegt du nach Berlin? Hallo, guten Tag. Hi. Wir sind im Aufzeichnen. Ja, ich mache mal so ein kleines Hallo. Video. Ja, dann. Genießt das schöne Weihnachten. Ja, Weihnachten. Das war aber gerade so richtig gezwungener Smalltalk, liebe Zuschauer, wo man nicht weiß, was man eigentlich sagen soll. Da trifft man irgendjemanden unverhofft und dann sagt man so, hey, wie geht's? Ja, dir auch, ja, mir auch. Und? Wo geht's hin? Ach ja, so, naja, okay, tschüss. Das ist meine Güte, ne? Ich passe hier gar nicht drunter durch. Guck mal. Ja. Kann man nicht sein. Na gut, meine A-Klasse ist irgendwie ein bisschen unsexy, ja. Die von vor 10 Jahren sieht irgendwie aus wie ein Opa-Auto. Das ist ja richtig der Sportwagen. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben reserviert. Ja. Mein Badezimmer ist ein bisschen Psycho. Warte mal, ich bereite euch drauf vor. Es ist ein Traum in Grün. Tada. Ja. Wenn man dann auf dem Klo großes Geschäft macht, dann guckt man auf diese Fliesen hier. Ist gewöhnungsbedürftig. Und was ich ganz, ganz toll finde, und jetzt liebe ich an der Schweiz, das sind diese Wasserhähne. Guckt euch doch mal diese Armaturen an. Das sieht immer aus wie ein Elefant. Ich habe auch ein kleines Betthupferl auf meinem Bettchen. Ein kleines Herzchen, das ist bestimmt Schweizer Schokolade. Und wird wahrscheinlich auch in China produziert. Hier passt mein Stecker nicht rein. Ich habe wieder meinen Adapter vergessen. Ich könnte kotzen. Ist, der Marco Ullich, der wohnt direkt neben seiner Arbeitsstelle. Wenn man mich hier so weitergeht, ist hier schon das Heaven. Und da lege ich heute auf. Ich muss ja sagen, ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, neben seiner Arbeitsstätte zu wohnen. Ich habe ja jahrelang neben dem Rauschgold gewohnt und seitdem bin ich Schwerstalkoholikerin. Wo sind wir jetzt? Im Johanniter im Niederdorf, im Zürcher Niederdorf. Im Johanniter im Zürcher Niederdorf, das ist nämlich der Bezirk, der Stadtteil. Und wir essen jetzt alle 3 das Gleiche, nämlich Cordon Bleu. Cordon Bleu Deluxe. Das ist Fleisch gefüllt mit Fleisch. Und dann brauche ich noch den Adapter.
Weil ich so gierig war und weil ich so hungrig war, weil ich bislang nur eine Mandarine und zwei Kekse gegessen habe, bei Swiss, habe ich mein ganzes Essen leider schon aufgegessen. Aber das war mal das Cordon Bleu und das Pommes mit Mayo. Schmeckt's euch? Ja? So, ihr süßen Mäuse, wir haben jetzt so richtig schön gefressen. Ja, wir sind jetzt unterwegs, es wird immer kälter jetzt hier. Und wir gehen jetzt nochmal in einen Club, in eine Disco, weil damit ich meinen Stecker endlich bekomme. Und dann werdet ihr gleich schon mal das Heaven sehen, wie das Heaven mit Putzlicht aussieht. Oh. Diskus in Putzlicht ist ja eigentlich das Schlimmste, was man so sehen kann, ja. Und die Palme werde ich euch zeigen. Es gibt eine Palme im Heaven. Als ich das erste Mal da war, vor ein paar Jahren, ist mir die Palme als allererstes aufgefallen. Ich dachte, oh Gott, hier steht eine Palme. Was ist denn das für ein Laden hier bitte, ja? Die Palme ist immer noch da. Ich bin auch immer noch da. Ich bin sozusagen die Palme der Travestie. Mach mal auf jetzt die Scheiße hier. Ich brauche meinen Stecker. Mmh, hier riecht es schon so leicht verpufft. Mmh, nach Männerschweiß und billigem Speed. Oh, guck mal, hier ist das Putzlicht, von dem ich euch erzählt habe. Ist das? Ach, und früher war aber noch mehr Lametta, ne? Wo ist denn die? Da ist die Palme. Das ist heute Abend meine Kathedrale. Ulich, der Stecker. Oh. Das hier, da sieht er nämlich hier deutsch-schweizerisch. Hier riecht es wirklich nach Fuß. Ich verrate das Geheimnis, das ist der Glühwein, der kocht gerade auf. Ach, so, dein Glühwein schmeckt nach Käsefuß, das ist natürlich schön. Ciao. Ciao, pass auf die Flasche. Ja, ja. Oh, so, jetzt aber wieder ins Hotel. So, ihr Mäuse, passt auf. Ich bin jetzt schon im Badezimmer bei mir im Hotelzimmer. Ich habe dann gemerkt, nachdem ich am Rechner war, endlich mit meinem Stecker, und habe schon mal die Videos auf den Rechner gepackt und dann auf die Uhr geguckt, ich habe keine Zeit mehr zum Nickerchen machen. Aalglatt, wie ihr seht, so wie mein Intellekt. Und jetzt werde ich mich schminken. Dauert jetzt so. 1,5 Stündchen, aber ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit. Ha! So, ihr Süßen, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, ich bin jetzt fertig geschminkt, trage Paillette und sehe wahnsinnig nuttig aus. Ganz wichtig, immer das bitte nicht Störenschild raushängen, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, weil ich möchte nicht irgendwie morgens um 11 Uhr irgendwelche Putzfrauen bei mir im Zimmer haben, ganz ehrlich. Da sind Menschen da unten, meine Güte. Gucken wir mal. Hi. Do you speak German? No. Where are you from? You don't want to talk with me, okay. Die wollen nicht mit mir sprechen. Die haben Angst gehabt. Die haben Angst gehabt vor mir. Das hier in der Straße, in der ich wohne, das ist eine Nuttenstraße. Ich wohne ja in Berlin, auch nahe der Kurfürstenstraße. Ich kenne mich also mit Nutten sehr, sehr gut aus. Aber die Nutten hier in Zürich, die sind noch viel, viel radikaler als die Nutten in Berlin. Du wirst das gleich sehen. Jetzt der Schnaps ist aus. Oh nein, der Schnaps ist aus. Nee, dann, du, dann ist der Job heute vorbei. Oh. Hi. Hallo, Miss Parker. Hi, darling. Guck mal hier. Ich mache heute ein YouTube. Oh mein Gott. Ich hab die Milky schon vor 3 Monaten oder so kennengelernt hier im Heaven. Und ich finde die ein bisschen verstörend, aber auch süß. Ich mag die Miss Parker. Ja? Das ist aber wirklich sehr klein gefüllt. Also es könnte eigentlich auch ein Doppelter sein. Ein Video sein. Oh. Aber es ist so süß hier. Mit den Disco-Kugeln. Seht ihr das? Seht ihr das, wie süß das gestaltet ist? Das ist ein Perlenvorhang aus Disco-Kugeln. Hallo! Oh, hier sind die süßen Garderobenboys. Und bitte ordentlich arbeiten. Wenn ihr hier nicht ordentlich arbeitet, dann feuer ich euch alle. Hey.
Ich hab Feierabend. Sie schlafen sehr gut, gell? Leute, ihr macht dann ordentlich sauber hier, ne? Und macht ja bitte mal sauber. Das sieht ja aus wie im Saustall. Verdammt nochmal. Du sag mal, Girl, hast du hier noch an? Nein. Ist ja nicht zu kalt. Doch. Es ist jetzt, wie spät haben wir es? 5.30 Uhr oder irgendwas? Ja, nee, 5.15 Uhr. 5.15 Uhr. Wir gehen jetzt durch mein Haus. Kommst du mit jetzt noch? Nein, ich bin ja süß. Ich pass auf dich auf. Marco Ulich ist so süß, weil der bringt mich noch. Links. Achso. Was ist denn das jetzt hier? So, hier sind die Nutten jetzt. Nein, das ist nicht mehr erlaubt um die Uhrzeit. Ach so, wirklich? Ja, wir haben eine Regelung. Nuttensperrstunde. Ja. Wirklich? Ja. Also in der Kurfürstin gibt es keine Nuttensperrstunde. Sie dürfen nur schon 18 Uhr bis 23 Uhr hier stehen. Das ist gesetzlich geregelt. Ja, dann müssen Sie Ihren Verkehr haben. Das ist die Schweiz. Es gab sehr viel Schnaps heute. Ich bin leicht angetrunken. Aber nur ganz leicht. So, ich bin, sagen wir mal, 624. Hier wohne ich. Pass auf hier. Pass auf. Okay. Sharing is caring.